Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem nächsten Programmpunkt. Industriestandort Deutschland auf dem Prüfstand, die Schlüsselindustrien der Zukunft stärken, heißt unser Panel. Und ich glaube, das ist sowohl was für die Optimisten, die wir eben in der Umfrage gesehen haben, als auch für die Pessimisten. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Andreas Gorbach, Mitglied im Vorstand der Daimler Truck AG. Er ist zugeschaltet aus Stuttgart, nehme ich an. Herr Gorbach, können Sie mich hören? Hallo Frau Schröder. Hallo Herr Gorbach. Herzlich willkommen. Ein ganz herzliches Willkommen auch an Dalia Marin. Sie ist Volkswirtschaftlerin und neben vielen anderen Titeln und Auszeichnungen natürlich auch Professorin an der School of Management der TU München. Herzlich willkommen, Frau Marin. Guten Tag, Frau Schröder. Und dann darf ich hier im Studio bei mir begrüßen Hans Steutel, Präsident des Verbands der forschenden Pharmaindustrien. Ich habe jetzt Steutel gesagt, weil man in Deutschland Steutel sagt. Wir haben uns aber gerade schon unterhalten und ich habe erfahren, eigentlich spricht man seinen Nachnamen Steutel aus. Das verwechselt aber sogar die Niederländer manchmal. Er kommt aus den Niederlanden und die sagen auch gerne mal Sleutel, was Schlüssel heißt, was ich ganz passend finde zu unserem heutigen Thema Schlüsselindustrien. Verzeihen Sie mir den kleinen Wortwitz. Ich finde es ganz toll, Frau Marin ist Österreicherin. Herr Steutel kommt aus den Niederlanden. Herr Gorbach ist ein Mann, ich bin eine Frau. Das ist ein total divers und europäisch besetztes Panel. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir beginnen mit drei Eingangsstatements unserer drei Diskutanten und ich würde Frau Marin gerne das erste Wort geben. Vielen Dank. Ja, Deutschland steht vor einer Weichenstellung. Die Frage ist, wird die Autoindustrie und die Maschinenindustrie der Zukunft in Deutschland und in Europa sein oder wird sie abwandern nach China? Es ist ja so, dass das Auto der Zukunft ein Supercomputer auf vier Rädern ist, wo es auf Software und Daten ankommt und weniger auf die Hardware. Und das ist nicht der Bereich, wo Deutschland besonders ausgewiesen ist. Eine Zahl, der Apple-Konzern ist mehr wert als alle 30 führenden deutschen Unternehmen im DAX-Index. Also wenn man diese Information hört, die jetzt jüngstens durch die Zeitungen gegangen sind, dann sieht man, dass das eine schockierende Sache ist. Also wir müssen alarmiert sein. Und die Frage ist jetzt, was kann getan werden? Und ich würde gerne vorschlagen in diesem Panel, dass wir zwei Sachen diskutieren, nämlich einerseits die Gründung einer DARPA in Europa. Das ist eine die DARPA ist eine Forschungsbehörde im Pentagon in Amerika. Und ich denke, Europa sollte sich da was abschauen von dieser Behörde, weil auf diese Behörde wesentliche Innovationen der heutigen Hightech-Industrie in Amerika zurückzuführen sind. Und das Zweite, die Ansiedlung eines Halbleitersektors und eines Batteriezellensektors in Europa zur Sicherung der Autoindustrie, aber auch der Elektroindustrie und anderer Industrien. Also das sind die zwei Bereiche, über die ich dann gerne sprechen möchte. Vielen Dank, Frau Marin. Das passt ganz gut zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Herr Gorbach. Ja, vielen Dank. Wenn ich auf unsere Branche schaue, die ich hier zumindest über Daimler Truck vertreten darf, und die Transport- und Logistikbranche ist in der Tat auch eine Schlüsseltechnologie, eine Schlüsselindustrie in Europa. Wenn ich auf unsere Branche schaue, dann steht diese Branche mit Sicherheit vor der größten Transformation in ihrer Geschichte. Und diese Transformation ist im Wesentlichen getrieben durch CO2-Neutralität. Frau Schröder, ich referenziere Sie mit Sicherheit auch durch das Thema Software, aber vielmehr noch durch das Thema CO2-Neutralität. Und in der Tat kann man so draufschauen und sagen, das ist die größte Herausforderung, die wir je hatten. Und so sollte man auch draufschauen. Man kann aber auch draufschauen, und das ist nicht im Widerspruch, es ist gleichzeitig eine der größten Gelegenheiten, die unsere Branche je hatte.
weil es eben eine Gelegenheit ist, das zu tun, worüber wir uns in der Vergangenheit sehr gut differenziert haben. Es ist eine Gelegenheit, weiterhin durch Innovationskraft zu differenzieren, auch als Standort Deutschland und insbesondere auch als Standort Europa. Und das ist genau das, was uns gelingen muss, nach vorne durch Innovationskraft weiter zu differenzieren, um als Standort attraktiv zu bleiben. Da müssen wir unseren Beitrag leisten durch die richtigen wettbewerbsfähigen Produkte, beispielsweise Lastkraftwagen auf den Straßen zum Transport von Gütern, durch die richtigen Produkte, und das werden wir tun. Das allein wird nicht reichen. Wir müssen gemeinsam zusammenarbeiten und eng zusammenarbeiten. Zum einen mit Playern, die auf der Infrastrukturseite ausbauen. Ich rede hier beispielsweise über Elektrotankstellen und Wasserstofftankstellen. Und zweitens müssen wir eng verzahnt mit der Politik zusammenarbeiten, denn wir brauchen hier regulatorische Eingriffe, um die Produkte in der Übergangszeit wettbewerbsfähig zu machen. Und wir brauchen vor allem pragmatische, unkomplizierte Genehmigungsverfahren. Sonst drohen wir in der Tat hier zu langsam zu sein. Und ich glaube, in dem Dreiklang wettbewerbsfähige Produkte, Infrastrukturausbau und die richtigen regulatorischen Eingriffe wird es uns gelingen, hier nachhaltig weiterhin als Region wettbewerbsfähig zu bleiben. Vielen Dank, Herr Gorbach. So, das war die Autoindustrie, vertreten durch Daimler Truck. Und jetzt kommen wir zur Pharmaindustrie beziehungsweise zu den forschenden Pharmaunternehmen. Genau. Herr Steutel. Vielen Dank, Frau Schröder. Ja, ich habe soeben schon ein paar Sachen gehört, die ich gerne aufgreifen möchte. Wir sollten alarmiert sein, die größte Transformation, die wir je gesehen haben. Wenn ich es aus unserer Sicht betrachte, würde ich sagen, wir haben natürlich gerade so etwas gesehen. Wir sehen ein Europa, das ist ein bisschen, denke ich, seit der Finanzkrise oder besser gesagt die Euro-Krise sind wir auf die Suche nach einer neuen Identität, und das bedeutet auch für uns, für die Schlüsselindustrien in Europa und in Deutschland, wie stellen wir uns auf? Und ich möchte dafür plädieren, dass wir nicht immer zurückblicken und erhalten wollen, was wir haben, aber auch nach vorne blicken sollten. Und gerade hier haben wir mit der Pandemie, natürlich mit dieser Gesundheitskrise gesehen, wie agil die forschende Industrie agieren kann, aber nicht nur die forschende Industrie, denn wir sind auch großartig unterstützt von den anderen Teilen in der pharmazeutischen Industrie, im Besonderen bei der Herstellung. Da haben wir gesehen, das, was wir eigentlich schon wussten, aber nicht jeder Politiker auch so sieht, dass wir in der Tat eine Schlüsselindustrie sind. Einerseits dafür, dass die Gesundheit der Bevölkerung doch sehr stark damit zusammenhängt, einerseits, aber andererseits auch, dass es natürlich volkswirtschaftlich unglaublich viel bedeuten kann. Und das ist nicht nur eine deutsche Sache. Ich weiß, wir sind alle sehr, sehr stolz auf BioNTech. Die werden in diesem Jahr 4 Milliarden Dosen produzieren. Das ist einzigartig. Ich meine, im Januar 2021 hatten die noch fast keine Dosen, 1 Million Dosen, glaube ich, produziert. Also das ist unglaublich gestiegen in sehr kurzer Zeit. Aber es bedeutet auch für uns volkswirtschaftlich natürlich sehr, sehr viel. Sie wissen, das Bundesland Rheinland-Pfalz war immer ein Nettoempfänger und ist jetzt ein Nettozahler geworden. Diese Chance, die wir haben mit der Forschungsindustrie, als Schlüsselindustrie, denke ich, für Deutschland, aber damit auch für Europa. Die sollten wir weiter ausbauen, und ich bin da auch alarmiert, denn wir haben da ganz wenig Zeit zu verlieren im Zusammenhang mit, was wir natürlich global sehen, zwischen Amerika und China. Vielen Dank, Herr Steutel. Ich hatte auch eine Eingangsfrage vorbereitet, aber tatsächlich würde ich gerne beginnen mit einer Zuschauerfrage, weil ich die so gut finde und sie meiner auch ganz ähnlich ist. Norbert Stiepel vom VDI hat einige Fragen, und die erste finde ich aber richtig gut. Die lautet: Werden sich die Schlüsselindustrien für Europa in naher Zukunft ändern, oder werden wir uns nur um unsere jetzigen Schlüsselindustrien weiterhin kümmern? Und da würde ich gerne anschließen die Frage: Was ist eigentlich, auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, denen das nicht so bewusst ist, man kennt den Begriff Schlüsselindustrie, aber was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich eine Schlüsselindustrie für Sie, Herr Gorbach? Und warum glauben Sie, dass Sie in 10 Jahren als Autobranche noch dazugehören? Also für mich sind Schlüsselindustrien Industrien, die maßgeblich zum Bruttosozialprodukt und zur Beschäftigung beitragen.
und die durch Innovationskraft auch langfristig so differenzieren, dass das Bestand hat. Und genau deshalb glaube ich auch, dass es uns gelingen wird, in 10 Jahren hier als Automobilindustrie noch eine Schlüsselindustrie zu sein, weil wir uns genau, und ich hatte am Beispiel CO2-Neutralität auch die Chance, die damit einhergeht, erwähnt, weil es uns dort gelingen wird, weiterhin durch Innovation zu differenzieren. Sicherlich werden wir uns nicht durch Faktorkosten differenzieren, insbesondere auch nicht in Deutschland. Deshalb muss es uns gelingen, nachhaltig durch Innovationskraft zu differenzieren. Und da bin ich sehr optimistisch. Wie gesagt, wenn das im Dreiklang mit Infrastruktur und auch politischen Randbedingungen gut funktioniert. Vielen Dank. Herr Steutel, Sie haben es jetzt ein bisschen einfacher mit dem Beispiel BioNTech. Wir haben das gerade gehört, ein Fünftel des deutschen des Wachstums des BIP im vergangenen Jahr geht auf BioNTech zurück. Da kann man leicht behaupten, dass man eine Schlüsselindustrie wäre. Aber was macht Sie sicher, dass Sie in 10 Jahren eine sein werden? Zwei Sachen eigentlich, dass wir noch immer sehr gut dastehen. Und ich möchte gerne sehen, dass wir von der deutschen Bundesregierung, von der deutschen Politik auch als Schlüsselindustrie gesehen werden. Das ist noch nicht immer der Fall, obwohl auch wir, wenn wir reden über die industrielle Gesundheitswirtschaft, mehr als eine Million Arbeitsplätze versorgen. Also wenn wir über Schlüsselindustrien reden, dann sind es für mich eigentlich drei Parameter. Bruttowertschöpfung natürlich, Arbeitsplätze, aber auch globale Wettbewerbsfähigkeit. Und in allen drei den Fällen sind wir da sehr gut aufgestellt. Und wir haben ein implizites Vorteil, würde ich sagen. Das finden wir nicht immer so toll. Aber wir sind gezwungen, wegen des Patentschutzes, was immer wieder ausläuft, uns immer wieder zu erneuern. Also wir sind intrinsisch disruptiv. Wir sind dazu gezwungen. Das ist auch genau der Grund, dass BioNTech oder Moderna so erfolgreich sind. Denn die haben mit einer Technologie gearbeitet, die eigentlich noch nicht etabliert war und dann sehr, sehr schnell zur, wie heißt es auf Deutsch, Fruition gekommen ist. Mhm. Also zum Blüte. Zur Blüte, ich finde, das ist ein schöner Ausdruck, okay. Den dürfen Sie auf jeden Fall verwenden. Man sollte auch mal andere Ausdrücke verwenden. Zur Blüte, das merken wir uns einfach. Zum Thema Patente hätte ich natürlich sofort eine Frage, aber die spare ich mir für später auf. Jetzt frage ich erstmal Frau Marien, Sie haben die beiden Herren gehört, beides selbstbewusst Schlüsselindustrien. Wie sehen Sie das? Sind Pharma und Auto, sind das Schlüsselindustrien und sind Sie genauso sicher, dass Sie das in 10 Jahren noch sein werden? Oder sollten wir uns hier in Europa eigentlich mal auf neue Schlüsselindustrien konzentrieren, wie es unser Zuschauer suggeriert hat? Also keine Frage, dass derzeit die Auto- und Transportbranche und die Pharmaindustrie eine Schlüsselindustrie in Deutschland sind. Die Frage ist aber, werden sie das auch in Zukunft sein? Das Beispiel von Nokia, das ja das iPhone war, ich selbst habe es auch verwendet, es war ja ein großartiges Ding, von dem redet kein Mensch mehr heute, weil heute hat jeder Apple oder Samsung. Aber man kann auch als eine sehr etablierte Industrie verschwinden. Und daher ist es wichtig, sich neu zu überlegen, was kann getan werden, dass das verhindert wird. Und was vor allem kann der Staat tun? Weil das Neue der derzeitigen Situation ist ja, dass, und das gilt jetzt auch für die Zukunft der Autoindustrie, dass das immer mehr durch künstliche Intelligenz, wenn man an die selbstfahrenden Autos denkt, getrieben sein wird. Und in diesem Bereich, das ist ein technologischer Wettbewerb, in dem man hier steht mit anderen ausländischen Firmen. Und da kommt es auf die Geschwindigkeit des Lernens an, die Geschwindigkeit, mit der man Algorithmen produziert, also Entschuldigung, Daten produziert, die der Input für die Algorithmen sind. Und je rascher man lernt und je mehr Algorithmen man hat, umso besser sind die Algorithmen. Und deswegen, da kommt es auch auf die Geschwindigkeit an. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier auch eine Unterstützung durch den Staat gibt. Weil wenn Sie in einer Industrie sind,
wie zum Beispiel dort, wo künstliche Intelligenz zur Anwendung kommt. Das ist eine typische Industrie mit Skaleneffekte, wo also man die Geschwindigkeit des Lernens beschleunigen kann durch eine Subvention. Und die Chinesen haben das uns ja vorgemacht. Die Chinesen sind heute, obwohl sie noch ein Entwicklungsland sind, sie sind auf einem Pro-Kopf-Einkommensniveau von Mazedonien und sind aber Weltführer in bestimmten Bereichen der künstlichen Intelligenz. Und das haben die mit einer Geschwindigkeit erreicht, die atemberaubend ist. Und da hat natürlich der Staat eine Rolle gehabt, der das massiv die künstliche Intelligenz subventioniert hat. Und daher muss man sich hier in Deutschland und in Europa überlegen, wie man das auch hier machen kann und wo vor allem soll man das machen. Und deswegen ist es nicht gesagt, dass diese Industrien morgen hier sein werden. Also das steht zur Diskussion, würde ich sagen. Subventionen, das hören die beiden Herren bestimmt gerne, werden hier gefordert, auch von wissenschaftlicher Seite für die Industrie. Bleiben wir doch mal beim Thema KI. Das ist ja sehr spannend in beiden Branchen. Herr Gorbach, ich gucke Sie an, speziell mit den Trucks, wenn wir uns vorstellen, LKWs, die heute die Straßen verstopfen, die müde Fahrer, ganz selten mal Fahrerinnen haben, die aufgrund ihrer Müdigkeit und Überlastung häufiger auch mal Unfälle bauen. KI wäre ja, also das selbstfahrende Auto wäre ja eine super tolle Sache, um da ganz, ganz viele Probleme zu lösen. Ich könnte mir vorstellen, auch bei der Klimabilanz. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Testkilometer für autonome Autos sind bisher in den USA und in China gefahren worden und nicht in Deutschland. Wann werden wir denn in Deutschland einen selbstfahrenden LKW sehen und was würden Sie sich wünschen von der Regierung, von der Politik, damit Sie da schneller sind? Liegt es überhaupt an der Politik, liegt es an der Regulierung oder liegt es an Ihnen? Also zunächst mal finde ich das gut, was Frau Marie gesagt hat. In der Tat, ich glaube, wir müssen unterschiedliche Disruptionen noch unterscheiden. Also es gibt Disruptionen, wenn Sie vor 40 Jahren Musikkassetten hergestellt haben, dann tun Sie das heute nicht mehr. Und das Nokia-Beispiel geht in eine ähnliche Richtung. Es ist grundsätzlich beim Nutzfahrzeug ein bisschen anders, weil es sagt ja auch das Wort Nutzfahrzeug schon. Das Produkt Nutzfahrzeug wird hier nicht ersetzt in der Disruption, die wir erleben, in der Transformation, die wir erleben. Weil der Transport von Gütern auf der Straße, so zumindest meine Sicht, per se durch Lkw hier nicht disruptiert wird, sondern die Antriebsform wird sich substanziell ändern. Aber damit haben wir eigentlich eine riesen Innovationswelle, aber in einem Produkt, das per se immer noch ein Lastkraftwagen sein wird. Dennoch eine riesige Transformation, sicher auch bei dem Thema künstliche Intelligenz und autonomen Fahren. Der globale Wettbewerb wurde hier angesprochen mit China und USA. Wir sind natürlich als globaler Player das gewohnt und stehen eigentlich schon seit es uns gibt im globalen Wettbewerb. Jetzt eben bei neuen Themen, jetzt bei CO2-Neutralität und bei künstlicher Intelligenz. Wir sind im Übrigen gerade deshalb auch in den USA nach meiner Ansicht führend in dem Bereich autonomes Fahren bei Lkw. Ich glaube, das wird ein sehr relevanter Profitpool und wer den knackt, wem es gelingt, den zu knacken, sodass die legislativen Randbedingungen erfüllt sind und natürlich die Sicherheit entsprechend gewährleistet ist. Wer diesen Profitpool knackt, der kann hier deutlich differenzierter und wettbewerbsfähiger sein. Bringt mich zu der letzten Teil Ihrer Frage. Was würde ich mir wünschen? Ich habe die legislative Seite erwähnt. Und das ist übrigens ein Grund, warum hier im USA am meisten gefahren wird. Weil dort die regulatorischen Randbedingungen den Betrieb dieser Lastkraftwagen, die wir heute schon auf den Highways fahren haben, viel leichter ermöglicht, als das in Europa der Fall ist. Also man kann hier durch Überregulierung durchaus auch Innovationsgeschwindigkeit herabsetzen. Und da müssen wir eng zusammenarbeiten, dass auf der einen Seite natürlich die Sicherheit als höchstes Gut gewährleistet ist, auf der anderen Seite aber auch Innovationsgeschwindigkeit im globalen Wettbewerb stehen kann. Gut, also Sie wollen weniger Regulierung statt mehr Geld. Damit hat sich auch die Frage eines anderen Zuschauers erledigt, der fragte, ob die Automobilbranche in Deutschland nicht ohnehin schon stark genug gefördert sei. Sie wollen aber auch gar nicht mehr Förderung, sondern nur weniger Regulierung für die selbstfahrenden
Fahrzeuge auf der Straße. Aber trotzdem nochmal die Frage zur, die auch Frau Marien aufgeworfen hat und vielleicht können auch Sie hier wieder einsteigen, Herr Steutel, die künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für viele Industrien. Was ist da passiert? Ist es wirklich einfach nur das Geld der Chinesen und der Amerikaner, das da reingeflossen ist, das wir hier nicht reingegeben haben als Regierung? Oder was ist das? Wir haben ja schließlich, Sie haben die DARPA angesprochen, wir haben ja in Deutschland auch eine kleine DARPA, die Agentur für Sprunginnovation, ist gerade vor rund zwei Jahren gegründet worden. Frau Marien, geht das in die richtige Richtung oder was fehlt da noch? Ja, also im Prinzip geht es in die richtige Richtung. Aber die Agentur für Sprunginnovation hat zwei Konstruktionsfehler. Der erste ist, dass sie auf einen zu kleinen Raum, nämlich Deutschland, begrenzt ist und nicht Europa. Und bei diesen Innovationen kommt es darauf an, wie viele innovative Köpfe im Wettbewerb bei dieser Agentur sich bewerben. Nicht? Also bei der DARPA ist es so, dass die DARPA eine Ausschreibung macht und dann holt sie Angebote ein und das beste Angebot wird dann, oder auch das zweitbeste, vielleicht werden beide gefördert, bekommen dann den Zuschlag. Aber wenn Sie sie nur auf einen kleineren Markt begrenzen, es kommt eben auf die absolute Anzahl der innovativen Köpfe an. Und deswegen ist je größer, umso besser. Deswegen ist die Konstruktion und Beschränkung auf Deutschland keine gute Idee. Das Zweite ist, dass die DARPA im Militärsektor angesiedelt ist. Und wir wissen aus Studien, dass jene Länder, die einen Militärsektor und hier insbesondere einen Militärforschungssektor haben, auch mehr private Ausgaben für Innovationen haben. Also da kann ich eine Zahl nennen, also eine Steigerung von 10% der öffentlichen Forschungsausgaben induziert eine Erhöhung der privaten Forschungsausgaben von 4,3%. Also je mehr öffentliche Ausgaben induzieren, mehr private Ausgaben. Das ist nicht das, womit man normalerweise rechnet, weil in der Regel sagt man, je mehr staatliche Ausgaben, umso weniger private. Aber hier ist das eben im Forschungsbereich nicht der Fall. Und ein Grund, warum Deutschland niedrige Forschungsausgaben hat im privaten Bereich, hängt eben damit zusammen, dass Deutschland keinen Militärsektor hat. Das heißt, im Übrigen ist es ja so, dass Deutschland immer so angegriffen wird, dass die Militärausgaben so niedrig sind. Es wäre doch eine tolle Idee, wenn auf der europäischen Ebene eine DARPA-ähnliche Organisation, Forschungsbehörde gegründet würde und Deutschland vorangeht und da viel beiträgt, was auch als Militärausgaben für die Forschung gelten angerechnet werden könnte, die aber gleichzeitig der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zugute käme. Also Sie meinen NATO-Ziele erreichen und damit Klimatechnologien fördern. Genau. Das finde ich einen sehr schlauen Vorschlag, den wir uns noch mal tiefer angucken werden. Herr Steutel, Sie nicken die ganze Zeit. Sie wollten hier, glaube ich, noch mal was ergänzen. Naja, erstens, wir haben jedenfalls eine gute Helmenindustrie, glaube ich, in Deutschland, wenn ich das so vor kurzem gelesen habe. Ich möchte noch gerne zurückkommen auf Ihre initielle Frage. Wo stehen wir dann in 10 Jahren? Und ich weiß, von meinem Charakter her bin ich ein optimistischer Mensch, aber ich bin hier extrem optimistisch. In diesem Sinne, das, was wir gesehen haben im letzten Jahrzehnt, da haben wir eine Explosion von Sachverständnis und von Wissen gesehen, was geführt hat zum einen Durchbruch mit Arzneimitteln nach dem anderen. Da ist jetzt das Beispiel mit den Impfstoffen, im Besonderen mit Boden-RNA, aber auch mit CAR-T, mit Hepatitis C und mit der Immunonkologie. Das ist schon hervorragend, was wir gesehen haben. Und das hat alles damit zu tun, dass die Basis sich immer verbreitet, vertieft und verbessert. Und in der Vergangenheit, wenn das Deutsch ist, haben wir immer gesucht nach der Nadel im Heuberg. Sie verstehen jedenfalls, was ich meine. Nadel im Heuhaufen. Nadel im Heuhaufen. Und jetzt gelingt es uns immer besser, diese Nadel
selber zu definieren. Das ist genau, was BioNTech und CureVac war auch damit beschäftigt, aber Moderna auch, das ist genau, was die gemacht haben. Die haben gesagt, so sollte die Nadel aussehen und haben das auch zu einem Impfstoff bringen können. Aber das klingt, als seien wir im Bereich KI eigentlich stark genug in Europa, dass naja, wir das war noch, hier das war noch nicht so KI, aber ich nehme es dann für die nächsten 10 Jahre. Also wenn die KI immer weiter Fahrt aufnimmt und auch Quantum Computing kommt noch dazu, dann sind wir gerade die Industrie, die am meisten davon profitieren können, denn wir haben es immer über Trial and Error machen müssen. Und das hat sich schon sehr stark verbessert in den letzten 10 Jahren, wenn KI, Quantum Computing mit diesem Rechen, mit dieser Rechenkraft noch dazukommt, dann vorhersehe ich, dass wir noch viel erfolgreicher sein können. Die Frage ist dann, wo findet das statt? Findet das statt in China oder in Amerika oder in Europa? Und ich bin völlig bei Professor Marin, wenn sie sagt, das sollten wir nicht nur aus Deutschland angehen, aber das ist europäische Sache. Und wir sind gerade auch sehr intensiv dabei mit diesen IPCI, das kennen nicht alle, das ist Important Project of Common European Interest. Und das ist gerade, wo wir mit Zell- und Gentherapie, was die nächste Phase eigentlich ist in dieser Suche nach neuen Medikamenten, das aufzubauen, gerade auch zusammen mit Frankreich zum Beispiel, denn das ist, wo jetzt die Musik spielt und davon sollten wir profitieren. Und dann noch zu was Herr Gorbach sagte über die Testkilometer in Amerika, das ist auch unser Problem. Also die regulatorischen Bedingungen sind extrem strikt und wenn die nicht nur strikt sind, dann sind die langsam. Und das ist ein riesen Wettbewerbsnachteil. Das sieht man in der Automobilindustrie, aber man sieht es auch bei uns ganz, ganz stark. Und da haben wir einen kulturellen Unterschied, den wir so schnell wie möglich loswerden sollten. Ich habe sehr lange für eine amerikanische Firma gearbeitet und in Amerika wird gesagt, ah, das ist neu, lass uns das mal probieren. Und wir sagen, das ist neu, Vorsicht. Und wenn wir da wirklich relativ schnell nicht bewegen können, dann wird der Rückstand gegenüber Amerika und gegenüber China im Besonderen nur zulegen, statt dass wir das wieder einholen oder überholen. Ich finde es eine sehr spannende Frage. Ich habe lange im Vorfeld darüber nachgedacht. Die Regulatorik, das ist ja ein Argument, das ich sehr häufig höre, dass die Verwaltung so langsam ist, dass Genehmigungen nicht so schnell erfolgen und generell auch diese europäische oder vielleicht auch speziell deutsche Vorsicht gegenüber allem. Aber in Ihren beiden Branchen, beim autonomen Fahren, bei der Robotik, die auch in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt und in der Pharmaindustrie, gibt es ja auch Entwicklungen, wo man sagen könnte, dass es da durchaus Sinn macht, da noch mal 1-2 Minuten drüber nachzudenken, bevor man was erlaubt. Ich denke an Eingriffe in die Genetik, in das Erbgut des Menschen, was da alles möglich ist, was sich da für Optionen eröffnen. Ist es nicht auch eine Gefahr, dass wir, im Wettlauf mitzuhalten mit China und den USA, mit anderen Unternehmen, dass wir da unsere europäischen Werte einfach mal über Bord werfen und am Ende Entwicklungen fördern, die wir so nicht wollen für die Menschheit? Nee, wenn ich antworte, oder schnell reagieren darf. Für mich ist das total umgekehrt. Ich habe CAR-T-Therapien erwähnt. Also die kennen wir seit 2017, 18 hier in Europa auf dem Markt. Da werden Zellen von Patienten rausgenommen, modifiziert genetisch und wieder verabreicht. Das ist sensationell, was da passiert. Da werden ganz viele Patienten jetzt mit ernsthaften Krankheiten geholfen, noch nicht alle. Wir sind in der ersten Phase, das muss sich noch verbessern. Aber 80-90% der klinischen Forschung für diese Präparate hat in China und in Amerika stattgefunden. Also wenn wir unsere europäischen Werte beibehalten wollen, dann sollten wir gerade da mitmachen und es nicht den anderen überlassen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diese regulatorischen Rahmenbedingungen vielleicht, naja, ich sollte nicht sagen aufweichen, aber anpassen an was heutzutage möglich ist. Sonst machen wir uns selber hier mit der Forschung in Europa und Deutschland obsolet. Und das ist das Letzte, das passieren sollte. Frau Marin möchte eine sagen. Ja, also es ist nicht meine Erfahrung mit Amerika, dass Amerika so tolerant bei der Regulierung ist. Im Gegenteil, das ist ein extrem reguliertes Land. Ja, ja.
Die Amerikaner sind viel risikofreudiger. Das ist der Punkt. Aber da stimme ich Ihnen zu, sie sind viel risikofreudiger. Sie bestrafen Misserfolg nicht, so wie bei uns. Ja, wenn bei uns jemand in Konkurs ist, ist er eine totale, wie sagt man, Failure. Eine totale. In Amerika ist das ja, man macht Misserfolge, das zeigt, du hast was probiert. Aber die Regulierung ist extrem. Also Amerika ist womöglich ein stärker reguliertes Land als Deutschland. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Herr Gorbach, ist das auch Ihre? Ich möchte Herr Stolz, Sie sind gleich wieder dran. Herrn Gorbach aber auch nochmal mit einbeziehen. Ja, zunächst mal möchte ich Herrn Steudel recht geben, dass ich sehe Regulierungsgeschwindigkeit oder Zulassungsgeschwindigkeit nicht notwendigerweise in Konflikt mit Moral, Ethik oder Werten. Und ich glaube, es ist in der Tat wichtig, unser Werteverständnis, unser Kulturverständnis zu bewahren und gleichzeitig es möglich zu machen, die Regulierung so zu gestalten, dass wir schnell innovieren können, schnell Produkte an den Markt bringen können. Und das wird immer ein Trade-off sein. Das wird immer ein Trade-off sein, zwischen Gründlichkeit, zwischen Vorsicht, zwischen Risikoaffinität und Überregulierung. Und ich glaube, da haben USA und China den Trade-off heute an eine andere Stelle gelegt. Zumindest in der Branche, für die ich sprechen kann, ist auch die Zulassungsgeschwindigkeit, aber auch nicht nur die Zulassung der Produkte, es geht auch um die Genehmigungsverfahren für Investitionen, ist dort deutlich größer, als es hier ist. Das Genehmigungsverfahren ist für staatliche Investitionen. Nehmen Sie, ich habe das Beispiel Infrastruktur vorher gebracht. Im Übrigen wollte ich vorher, als ich über Regulierung sprach, nicht Subventionen als Mittel ausschließen. Ich glaube sehr wohl, dass Subventionen ein intelligentes staatliches Steuerungsmechanismus sein können. Gerade beim Beispiel Infrastruktur. Und hier ist natürlich die Genehmigung, ich rede jetzt von Wasserstofftankstellen oder Ladestationen für Pkw und Lkw. Hier sind schnelle Genehmigungsverfahren notwendig, um die Infrastruktur aufzubauen. Und da haben wir schon eine Tendenz in den Entscheidungsfindungsprozessen. Oder Herr Stolz hatte das Thema Herr Ipsay erwähnt. Wenn Sie heute einen Genehmigungsantrag schreiben für die Förderung von Ipsay-Projekten, wenn Sie hier nach einem Jahr grünes Licht haben, dann war das schnell. Und ich glaube, das ist einfach zu langsam. Insofern, ich erlebe da schon den Unterschied. Gebe aber auch Frau Marien recht, natürlich gibt es in den USA viele Regulierungen. Ist denn diese Langsamkeit, ist das ein ausschließlich ein Behördenphänomen, ein Regierungsphänomen, oder ist es nicht vielleicht auch ein Konzernphänomen, wenn man sich mal anguckt, den Unterschied zwischen Startups und Konzernen? Sie haben eben gesagt, man braucht hier ein Zusammenspiel von Regierung und Industrie, auch für die Infrastruktur. Wasserstofftankstellen haben Sie genannt. Ich glaube, es ist aber ja bei Ihnen in der Industrie, hat man sich ja auch noch nicht so richtig entschieden, auf welche Antriebskraft man jetzt eigentlich setzen will, ob auf Batterie, Wasserstoff, Brennstoffzelle. Da ist man ja auch ein bisschen. Also hätte man, sagen wir mal so, auch schneller sein können in den letzten Jahren, da einen Weg einzuschlagen? Oder liegt es ausschließlich an der Regulierung? Also ich glaube, wir haben uns sehr klar positioniert zur Elektromobilität. Wir haben uns sehr klar positioniert zu wasserstoffbetriebenen Antrieben. Wir glauben an die Dualität der beiden. Aber Sie haben trotzdem recht. Und auch hier kann Politik helfen, dass man sich bei Subventionen klar fokussiert auf die Technologien, die in einem Zielbild, in einem CO2-neutralen Gesellschaft, Zielbild 2040, vielleicht sogar früher, eine Rolle spielen. Und das sind eben nicht Technologien wie abgasbetriebene Fahrzeuge. Insofern ist Fokus wichtig. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, zur richtigen Zeit die richtigen wettbewerbsfähigen Produkte am Markt zu haben. Frau Marien, Sie haben gerade beim... Ja? Gleichzeitig ist ja eine gewisse Technologie Offenheit bei der Förderung wichtig, weil wir wissen nicht, was morgen sich tatsächlich durchsetzt. Also jetzt, wenn man die Elektroautos ansieht, sieht man, dass das eine Technologie ist, die schon sich sehr weit fortgeschritten ist und nicht mehr aufzuhalten ist. Aber das weiß man am Anfang nicht. Deswegen ist eine gewisse Technologieoffenheit schon die richtige Strategie. Absolut. Aber ich meine, es müssen eben Technologien sein, die im Zielbild auch CO2-neutral sind
um bei dem Beispiel Antriebsformen zu bleiben. Gut, ich glaube, was anderes würde jetzt auch nicht mehr gefördert werden. Herr Steutel, Sie wollten gerade noch was sagen? Naja, ich sehe es eher als kulturelles Phänomen. Das gilt für uns, das gilt für die Verwaltung, gilt für die Politik. Aber ich glaube, wir sind da in eine Ära angekommen, dass wir uns das nicht mehr erlauben können. Und wie Professor Marin soeben sagte, da stimme ich zu, die Regularien sind in Amerika wahrscheinlich noch strikter als hier, aber die Bereitschaft, da mit neuen Entwicklungen mitzugehen, ist viel höher als bei uns. Ich gebe da ein Beispiel. In klinischer Forschung haben wir natürlich in der Vergangenheit immer mit Röntgenstrahlung gearbeitet. Deswegen haben wir das Strahlungsgesetz. Jetzt haben wir Untersuchungen mit MRT. Aber das muss noch immer von der Strahlungsbehörde genehmigt werden. Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und wir kommen ganz schlecht weg davon. Also die Bereitschaft, da anders zu denken, denn die Zeit hat sich angepasst oder hat sich geändert, da müssen wir schneller werden. Und da ist gerade die Politik und in Deutschland vielleicht noch im Besonderen die Verwaltung, da muss wirklich Gas gegeben werden. Ich habe das eben schon gesagt, mit dieser CAR-T klinischer Forschung, 80-90% in China und Amerika, das kann nicht sein. Kultureller Unterschied, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, was man da überhaupt tun kann und vor allem, wie lange das dauern würde, den zu ändern. Ich glaube, dass uns die Zeit dafür nicht mehr reicht, obwohl ich gespannt darauf gewesen wäre, was Herr Steutel, ein ehemaliger Deutsch- und Englischlehrer, dazu zu sagen gehabt hätte. Aber das Thema Fachkräfte würde ich trotzdem gern noch mal streichen. Die Fachkräfte der Zukunft, die hier diese ganzen Innovationen stemmen sollen und überall fehlen. Frau Marin, Sie haben viel gearbeitet auch zur Automatisierung. Da schreiben Sie viel drüber. Wie sehen Sie das? Wird die Automatisierung uns dabei helfen, diesen Fachkräftemangel zu überwinden? Oder werden uns die Leute fehlen, die diese Maschinen konstruieren und bedienen können? Und wie können wir das verhindern? Naja, die Studien, die wir derzeit haben, legen nahe, dass die Geschwindigkeit, mit der die Roboterisierung alte Jobs zerstört, größer ist als die Geschwindigkeit, mit der diese Technologie neue Jobs schafft. Das ist etwas Neues, weil zwischen den 60er bis zur Mitte der 80er Jahre war das nicht so. Da war die Geschwindigkeit, mit der die Technologie alte Jobs zerstört hat, ging in Einklang mit der Geschwindigkeit, mit der sie die neuen Jobs zerstört wurden. Also da gibt es auch eine Aufgabe, dass man einen Anreiz gibt, den Unternehmen radikaler zu denken. Also es ist so, wenn Sie zum Flughafen fahren, ein Beispiel für Zerstörung alter Jobs, wenn Sie zum Flughafen fahren und dort einchecken, dann macht das heute eine Maschine und nicht ein Mensch. Das ist ein gewisser Produktivitätsfortschritt, aber kein gigantischer. Während neue Jobs schaffen, die das Potenzial der künstlichen Intelligenz nutzen, das ist etwas zum Beispiel, das kann ich für mich, für meinen eigenen Berufszweig zeigen. Also man könnte die künstliche Intelligenz zu einer individualisierten Lehre nutzen, die auf die individuellen Lernstile der Studenten eingeht und damit die Dropout-Rate wesentlich reduziert, weil die künstliche Intelligenz gibt dem Lehrer ein Feedback über den Lernstil des einzelnen Studenten. Aber wenn Sie heute die Lehre an der Universität ansehen, dann ist das nicht der Fall. Und wenn man solch eine neue Technologie der Lehre einsetzen würde, das würde sehr viel mehr Personal für die Hochschule bedeuten und daher neue Arbeitsplätze schaffen, die in diesen neuen Bereich hineingehen würden. Das meine ich. Also bisher denken, ich würde es fast sagen, die Unternehmen haben einen Automatisierungswahn, wo man also Menschen einsparen kann, dann ist das eine Einsparung. Und das ist auch eine Einsparung. Aber sie denkt zu kurzfristig, weil sie tatsächlich das Potenzial der Technologie nicht nutzt.
Also da glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn es Anreize gäbe, wenn man differenziert. Also das ist nicht jeder, der einen Roboter einstellt, sollte subventioniert werden, sondern nur jene, die eben neu, die das Potenzial der Technologie nutzen und neue Arbeitsplätze schaffen, die wir heute noch gar nicht haben. Ich könnte jetzt noch mal nachfragen, was die beiden Herren dazu sagen, aber wir kommen langsam zum Ende dieses Panels und eine Frage würde ich gerne noch loswerden an Herrn Steutl. Er guckt schon ein bisschen gequält, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen. Sie als Schlüsselindustrie mit einem Unternehmen, das hier mit seinen Impfstoffen im vergangenen Jahr, ich muss meine Karte wiederfinden für die genauen Zahlen. Naja, Sie wissen es auch. Bis zu 17 Milliarden Euro hat BioNTech verdient mit diesen Impfstoffen, Umsatz erzielt im vergangenen Jahr. Jetzt haben wir eine Diskussion darüber, wieso man diese Patente nicht zur Verfügung stellen kann, um in ärmeren Ländern damit Impfstoffe zu produzieren, um mehr Menschen zu impfen und damit vielleicht auch irgendwann dieser Industrie wieder was zurückzugeben, weil sich anderswo keine neuen Varianten entwickeln. Haben Sie als Schlüsselindustrie, die Unterstützung der Regierung fordert, nicht auch eine Verantwortung, da aktiv zu werden? Sie meinen, dass wir selber die Patente aussetzen wollen? Also die Bundesregierung ist da sehr klar positioniert. Robert Habeck hat es am 26. Januar wieder bestätigt, dass das Aussetzen von Patenten gerade bei der Pandemie-Lösung eigentlich, dass das nicht in Frage kommt. Er hat gesagt, es sollte mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, gerade für COVAX, das ist die Organisation, die das weltweit verteilt, im Besonderen unter den ärmeren Ländern. Was hier sehr, sehr wichtig ist, es würde, und das wird immer gesagt, aber stimmt einfach nicht, es würde die Produktion nicht beschleunigen, im Gegenteil. Und es ist auch überhaupt nicht mehr notwendig. Voriges Jahr sind knapp 20 Milliarden Dosen produziert und wir erwarten, dass bis Juni wieder 9 Milliarden Dosen produziert werden, weltweit, wovon 4 Milliarden von BioNTech alleine. Also die haben mehr, weltweit gibt es mehr als 300 Verträge, um zusammenzuarbeiten. Also es ist überhaupt nicht eine Sache mehr von Kapazität, aber es gibt auch NGOs im Besonderen, die das System mit Patentschutz nicht so mögen. Aber die große Gefahr hier ist, wie ich sehe. Aber es ist ja ein Fakt, Entschuldigung, dass ein Großteil der Weltbevölkerung noch nicht geimpft ist. Also Sie haben jetzt gesagt, stünden sehr viele Dosen zur Verfügung, aber erreicht haben Sie jetzt noch nicht besonders viele Menschen. Nee, aber das liegt mittlerweile nicht mehr an das Produktionsvolumen, aber es kommt in Afrika auch nicht ausreichend an. Es werden sogar wieder Impfstoffe, Dosen zurückgeschickt, denn es gelingt einfach nicht mit der Infrastruktur, die es jetzt gibt, um das zu verabreichen. Das ist das größere Problem im Moment. Und Habeck hat völlig recht, wenn er sagt, die Firmen sollten das zum Selbstkostenpreis sollten die das anbieten, aber dazu brauchen wir viel mehr Unterstützung von COVAX. Das ist hier viel kritischer als die Kapazität. Abgesehen davon, in 2021 und 22 jetzt auch, kann es in Afrika keiner geben, der je mit Messenger-RNA gearbeitet hat. Wieso sollten die auf einmal das produzieren können? Wir haben selber gesehen am Anfang, wie viele Schwierigkeiten die Europäische Union und auch wir in Deutschland, Jens Spahn, gehabt haben mit der Abnahme. Um die Produktion hier erstmal zu Also es ist alles ein bisschen komplizierter, als nur die Patente auszusetzen. Wir haben hier auch gesehen, dass in Deutschland, wo die Produktion unglaublich hochgefahren ist, dass am Ende bei weiteren Erweiterungen auch die Produktionsanlagen Probleme hatten, qualifiziertes Personal zu finden. Und Schulung ist dann auch nicht schnell genug. Ich sehe, ich bin ein bisschen spät eingestiegen mit meiner Frage, denn unsere Zeit ist um und über dieses Thema könnten wir sicherlich noch sehr lange diskutieren, genauso wie über alle anderen Themen, die wir angerissen haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen sehr interessanten Ritt durch die Schlüsselindustrien. Vielen Dank, Herr Steutl, vielen Dank, Herr Gorbach, vielen Dank, Frau Marin, fürs Mitmachen. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse.